Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Schäffer Automobile, Ihr EU-Neuwagenpartner in Bielefeld. Heute haben wir mal den Volkswagen Tiguan 1,5 Liter TSI 150 PS DSG in der Live-Ausstattung. In der Farbe Delfingrau Metallic ist eine neue Farbe im VW-Konzern, gab es vorher noch nicht, gibt es mittlerweile auch für den VW Touran. Ich persönlich finde es ganz schick, gerade hier mit den Applikationen, dem Schwarz, speziell auch mit dieser Bicolor-Felge, in diesem Falle jetzt 17 Zoll, Silberschwarz. Die ganzen Applikationen auch hier, Spiegelunterschale in Schwarz, die Dachreling in Schwarz, abgedunkelte Scheiben, ist ein schöner Kontrast. Da hat VW ein tolles Auto gebaut. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wo liegen denn jetzt tatsächlich die Unterschiede gegenüber dem Vorgängermodell Tiguan? Es ist ja kein ganz neues Auto, sondern es ist ein Facelift-Modell. Wie der Name dann schon sagt, beginnt das Ganze hier vorne im Gesicht. Wir haben die anderen Stoßfänger, wir haben die anderen Scheinwerfer bei den Autos verbaut. Das Markenlogo ist angeglichen worden gegenüber dem neuen, gegenüber dem alten Markenlogo hat sich das etwas verändert von der Optik her. Finde ich, ist das Auto ein bisschen runder geworden. Optik ist ein bisschen sportlicher. In diesem Falle, so wie das Auto jetzt hier steht, 150 PS Vierzylinder, das ist ja bei uns mittlerweile so ein bisschen der Konzernmotor geworden, den wir am allermeisten verkaufen. Vierzylinder, wie gesagt, 150 PS ist da auch genau die Motorisierung, die in allen Lebenslagen gut passt und funktioniert. Speziell, wenn das Auto, ich sag mal, nicht unbedingt nur im Autobahntempo gefahren wird, nicht unbedingt 50.000 Kilometer im Jahr, sondern eben halt für den normalen, in Anführungsstrichen, Hausgebrauch, 15.000 Kilometer Fahrleistung, wo die Urlaubsfahrt mit dabei ist, wo aber genauso auch die täglichen Wege zum Einkaufen, Fitnessstudio, zum Arzt und so weiter eben halt erledigt werden müssen, ist das Auto ideal. Seitenoptik ist vom Prinzip her mehr oder minder identisch geblieben, so wie wir es eben halt kennen. Da ist nicht viel dran verändert worden. Muss man aber auch nicht unbedingt, wenn etwas gut ist, muss man es ja auch nicht zwingend verändern. Was mir direkt aufgefallen ist, VW hat heute eine andere Namensgebung für die Modelle. Wir hatten früher diese Ausstattungslinien Trendline, Comfortline, Highline. Heute ist es eben halt so, dass wir unterschieden wird zwischen der Basisausstattung, dem Live, was dann die mittlere Ausstattung ist, und zum Beispiel auch der Airline-Ausstattung, spezielle Sportausstattung. Darauf kommen wir aber dann nochmal, wenn wir ein Fahrzeug mit einem Airline-Paket auch da haben, um da die Unterschiede nochmal darstellen zu können. Im Innenraum fällt direkt auf, dass sich im Bereich der Mittelkonsole etwas verändert hat. Und zwar so, wie wir es bei den anderen Modellen halt auch kennen. Wir haben hier das neue Multimedia-System mit drin. Wir haben auch hier eine komplett neue Schalterleiste für die Klimaautomatik. Nach wie vor für Fahrer- und Beifahrerseite separat zu regeln. Sitzheizung ist hier auch mit verbaut. Allerdings fällt direkt auf, diese ursprünglichen Tasten, wie wir sie früher mal gehabt haben, sind heute in der Form nicht mehr da. Heute wird alles über Touch geregelt, hier auch über Schieberegler in dem Sinne. Eine sehr cleane Optik. Gut, kennen wir heutzutage vom Smartphone eben halt auch. Ist nicht so außergewöhnlich, ist jetzt nichts ganz Neues. Was gut gelöst wurde von meinen Begriffen, ein tolles Lenkrad hier in dem Auto. Schön diese Anordnung der Multifunktionstasten, wo dann hier auch direkt die Tastatur für das ACC-System, also Adaptive Cruise Control, verbaut ist. Wo wir dann hier die Sprachbedienung mit dabei haben. Zum Beispiel eben halt auch hier die Taste für die Lenkradheizung. Ist im Übrigen hier in dem Fahrzeug auch mit verbaut. Und relativ große Regler für die Lautstärkeregelung und eben halt den Sendersuchlauf. Finde ich immer sehr gut, weil das dann eben halt auch nicht großartig ablenkt. Man hat das im unteren Bereich, das ist einfach angeordnet, man findet das direkt. Hier bei dieser Version jetzt auch durch das Schaltgetriebe, was hier verbaut ist, zusätzlich Plus und Minus die Schaltwippen hier am Lenkrad. Auch das einwandfrei gut zu bedienen. Ganz typisch eben halt, wie wir es bei VW kennen.
Parkbremse nach wie vor elektronisch geregelt. Hier bei dem Auto sogar verbaut einen Parklenkassistent. Das heißt also, das Auto kann teilautonom einparken. Finde ich auch immer eine ganz nette Geschichte. Sehr, sehr angenehm. Schalthebel ist ein bisschen verändert gegenüber dem Vorgängermodell. Die Sitze, würde ich behaupten, hat man im Grunde so gelassen, wie sie vorher eben halt auch waren. Speziell hier dieser Ergo Active Sitz. Sehr, sehr angenehm. Sogar mit der Massagefunktion in der Rückenlehne. Wie gesagt, Sitzheizung ist verbaut und was enorm angenehm ist, gerade auch im Sommer eben halt dieser Stoff mit diesem Mikrofaser. Das ist nicht wie ein Glattleder, sondern eben halt wirklich sehr angenehm auf der Haut und letztendlich aber auch im Winter ein Stoff, der relativ schnell warm wird, wo ich jetzt nicht lange erstmal irgendwie die ersten 10 Kilometer im Auto sitze und erstmal friere, sondern setze mich da drauf und es wird direkt warm. Sehr angenehm, sehr gut gemacht. Ansonsten Verarbeitungsqualität, wie wir es natürlich von Volkswagen kennen. Letztendlich alles in allem wieder gut verarbeitet. So, hier haben wir noch eine spezielle Taste. Können wir gerade einmal ziehen. Das ist die Fernentriegelung für die elektrische Heckklappe. Gucken wir auch direkt jetzt mal hinten in den Kofferraum rein. Im Grunde auch sehr ähnlich, so wie wir es eben halt kennen. Doppelter Ladeboden hier verbaut in dem Fahrzeug. Jetzt haben wir hier die Fußmatten hinten mit drauf liegen. Können wir auch auf die obere Stufe nehmen. Hier haben wir direkt auch nochmal einen Notrad in dem Fahrzeug mit drin. Dadurch auch einen Wagenheber und auch einen Radschlüssel mit dabei. Ordentlich sortiert das Ganze. Hier mit der Styroporaufnahme. Ganz typisch VW. Ein anderer Punkt, das hatten wir schon mal erklärt im Video. Wir haben die Fernentriegelung letztendlich für die Rückenlehnen der Rücksitzbank. Rechts und links. Ich auch schön gerade mal einmal zugreifen. Dann klappt das Ganze einmal um. Sehr einfach im Handling. Sehr gut gemacht. So, da haben wir die Taste für die elektrische Heckklappe. Da haben wir wiederum das Auge für die Rückfahrkamera. Plus Einparkhilfe eben halt, plus Parklenkassistent. Alles in allem ein sehr gut ausgestattetes Auto. Wo ich noch drauf hinaus wollte, ist der Platz auf der Rückbank. Wenn wir hier mal einmal reinschauen, dann haben wir ordentlich Platz für großgewachsene Leute, auch für kleiner gewachsene Leute, speziell auch für Kinder. Isofix natürlich wieder hinten auf der Rückbank mit verbaut, wo ich dann den Kindersitz eben halt mit einklemmen kann. Zum anderen eben halt, und das ist auch ganz schön, die Möglichkeit, das Ganze hier zu verschieben, plus eben halt dann auch zu klappen, wenn es dann darum geht, etwas mehr Platz im Kofferraum zu haben. Schieben wir das Ganze einmal wieder zurück. So. Mittelarmlehne haben wir hier hinten auch nochmal, auch wiederum mit einem Becherhalter für längere Fahrten auch. Eine tolle Lösung. Und dann schauen wir hier vorne nochmal im Bereich des Beifahrersitzes. Diese Ergo Active Sitze, wie ich es eben schon sagte, Massagefunktion auf der Fahrerseite. Hier sogar in diesem Falle auf der Beifahrerseite auch mit verbaut, also Fahrer- und Beifahrerseite. Bordosenstütze ist mit drin, hier elektrisch einzustellen. Und was ich sehr angenehm finde, ich kann hier bei dem Sitz nicht nur die Höhe einstellen, sondern auch die Neigung der Sitzfläche. Jeder, der etwas längere Beine hat, kennt dieses Problem, dass man die Oberschenkel häufig nicht unbedingt ganz ablegen kann. Und dann immer diese Problematik eben halt entsteht auf längeren Fahrten, dass es häufig dann gerade in der Kniebeuge zu Schmerzen kommt, kann man hiermit direkt unterbinden. Gut, ansonsten von der Ausstattung her, all das verbaut, was ein solches Auto heute haben muss. Klimaautomatik, Sitzheizung, Navigation, Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer, elektrische Heckklappe. Gutes Rundumpaket bei uns zu bekommen mit einem Preisvorteil von über 20% gegenüber der deutschen Liste. Ein sofort verfügbares Fahrzeug. Ich habe jetzt den Preis nicht zu 100% im Kopf. Ich meine, wir liegen irgendwo um die 32.000 Euro herum. Die Tage gerade mit Volkswagen Rücksprache gehalten. Lieferzeiten gehen gerade in die Höhe bei dem Auto. Derzeit bei uns sofort verfügbar. Ich denke, im Wesentlichen haben wir das Auto soweit beschrieben, wie es sein soll. Es gibt natürlich noch andere Motor-Getriebe-Varianten bei dem Auto mit Allradantrieb, nur mit Frontantrieb, Automatik oder Schalter, Benziner oder Diesel. Wir haben uns darauf festgelegt, in erster Linie hier die Frontantriebsversion zu nehmen, weil wir halt festgestellt haben, im innerstädtischen Bereich braucht eigentlich kaum jemand irgendwo den Allradantrieb. Da reicht das mit dem Frontantrieb und damit so ein Fahrzeugpreis nicht gleich fürchterlich explodiert und Richtung 40.000 Euro und mehr geht, denke ich, ist das mit der Variante, wie sie hier steht, eine gute Möglichkeit, einen tollen SUV in der Mittelklasse zu fahren. Ich glaube, wir haben soweit alles erwähnt, was wichtig war. Ich
Ich hoffe, es hat gefallen. Es würde mich freuen, wenn der Kanal abonniert wird. Gerne auch einen Like hinterlassen. Wenn irgendwie eine Anfrage zu dem Auto ist, gerne per Telefon, gerne per E-Mail, gerne per WhatsApp oder gerne auch per Videotelefonie. Wir stehen da jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Ich sage es vielen Dank, wünsche alles Gute und sage ciao, ich bin raus.